بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واذكروا في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. Und gedenke im Buch Idris, er war ein wahrhaftiger und Prophet. ورفعناه مكانا عليا. Und wir hoben ihn zu einem hohen Ort empor. Er wurde geboren, als Adam عليه السلام noch am Leben war. Nach Adam und Sheth war er der erste von Adams Söhnen, dem die Prophetie gegeben wurde. Und er hat 308 Jahre von Adams Leben miterlebt. Idris war eine Person, die beim Laufen lange Schritte machte. Und er lief ruhig und gelassen. Und es wurde gesagt, dass er sehr wenig sprach. Wann immer er sprach, sagte er etwas Nützliches, Worte der Weisheit oder er war still. Es war nicht seine Art, nach oben zu schauen. Er schaute stets nach unten. Er hatte einen gesenkten Blick, wie eine Person, die ständig nachdachte. Er lief und dachte viel nach. Ibn Ishaq sagt, dass er der Erste war, der mit dem Stift schrieb. Das Schreiben mit dem Stift existierte auf der Erde nicht vor Idris, bis Allah subhanahu wa ta'ala Idris lehrte, wie man schreibt. Und Idris alayhi salam ist derjenige, der die Menschen lehrte, wie man schreibt. Als Idris sah, wie sich die Verdorbenheit immer weiter ausbreitete, besonders unter den Leuten von Qabil, und das Übel verbreitete sich sogar unter den Leuten von Idris. Also erklärte Idris alayhi salam ihnen den Krieg. Er bereitete seine Armee vor, die gegen das Übel von Qabils Leuten kämpften. Und Allah subhanahu wa ta'ala gab Idris den Sieg. Idris ließ keinen auf der Erde, außer dass er ihm das Gute lehrte, ihn an das Gute erinnerte und ihm das Schlechte verboten hat. Das ging so weit, dass Allah subhanahu wa ta'ala Idris alayhi salam offenbarte: O Idris, es gibt keinen Tag, außer dass dir die Taten der gesamten Menschen aufgeschrieben werden. Alle Menschen, die es zu dem Zeitpunkt gab. Warum? Weil derjenige, der zum Guten hinweist und zum Guten aufruft, denselben Lohn bekommt wie derjenige, der es tut. Das heißt, wenn du jemanden zum Gebet aufrufst, er dem Ruf folgt und anfängt zu beten, bekommst du denselben Lohn, ohne dass sein Lohn gekürzt wird. Idris rief jeden Menschen zu Allah Azza wa Jal und gab ihnen Ratschläge und erinnerte sie an Allah. So kommt es von jedem, der Gutes tut, in die Waagschale von Idris alayhi salam. Er dachte sich, wenn ich noch mehr Zeit haben würde, wenn ich noch länger leben würde, dann könnte ich noch weitaus mehr erreichen als das. Also bat er Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sein Alter verlängert. Und eines Tages sah er einen Engel. Idris sagte zu dem Engel: Wenn du den Engel des Todes siehst, bitte ihn darum, dass er mein Alter verlängern soll. Idris wusste, dass jeden Tag die Taten aller Menschen auf seiner Waagschale sind. Er wusste es. Stellt euch vor, wie schwer die Waagschale von Idris alayhi salam sein muss. Also sagte der Engel zu Idris: Warum steigst du nicht mit mir zum Himmel? Ich trage dich zum Himmel und du sprichst mit Malak al-Maut, mit dem Todesengel. Und tatsächlich trug der Engel ihn zum Himmel der Dunya, dann zum zweiten Himmel, dann zum dritten Himmel und dann zum vierten Himmel, und da fanden sie den Engel des Todes. So begrüßte ihn der Engel mit dem Salam. Und er sagte zu ihm: Wahrlich, Idris alayhi salam begrüßt dich mit dem Salam, o Engel des Todes. Er erwiderte den Salam und der Engel des Todes sagte zu ihm: Was möchte er? Das heißt, was möchte Idris von mir? Der Engel antwortete: Idris möchte von dir, dass du sein Alter verlängerst, dass du seinen Tod hinausschiebst. Verlängere sein Leben. Der Todesengel fragte: Und warum möchte er dies? Damit seine Taten sich vermehren. Der Todesengel fragte: Und wo ist Idris jetzt? Er sagte: Idris ist mit mir. Und der Engel war im vierten Himmel. So sagte der Todesengel: Subhanallah, Subhanallah. Er antwortete: Warum? Der Todesengel sagte: Mein Herr hat mir befohlen, dass ich die Seele von Idris im vierten Himmel nehmen soll. So sagte ich zu mir selbst, das heißt, der Todesengel fragte sich selbst: Und wie soll das gehen? Idris ist auf der Erde und mein Herr befiehlt mir, seine Seele im vierten Himmel zu nehmen. Der Befehl ist merkwürdig.
Ich stieg also immer weiter runter von Himmel zu Himmel, während er aufstieg von Himmel zu Himmel. Und so trafen wir uns im vierten Himmel. Der Engel, der Idris trug, fragte, und wie viel ist von Idris Alter geblieben? Wie lange hat er noch? Der Todesengel antwortete, ihm bleibt nicht mehr als ein Augenblick. So nahm Allah subhanahu wa ta'ala seine Seele im vierten Himmel durch den Engel des Todes. Und Idris blieb im vierten Himmel, bis der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Mi'raj, das heißt in der Himmelsreise, an ihm vorbeiging, so grüßte er ihn mit dem Salam und sagte, willkommen rechtschaffener Prophet und rechtschaffener Bruder, sallallahu alaihi wasallam. Und das meinte Allah mit seinen Worten über Idris, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, und wir hoben ihn zu einem hohen Ort empor. Welcher Ort? Der vierte Himmel. Er war ein wahrhaftiger Prophet, der im vierten Himmel starb, alayhi salam. Dann lebten die Menschen Jahrhunderte ohne einen Propheten. Aber Idris hinterließ seine Folger, rechtschaffene Menschen, Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq wa Nasr und Nasr. Das waren die fünf rechtschaffenen Männer, sie pflegten Allah azza wa jal anzubeten und ihr Volk liebte sie. Als diese fünf rechtschaffenen Menschen starben, kamen die Shayatin zu ihrem Volk. Da sagten sie zu ihnen, stellt für sie Statuen her. Sie werden euch an das Anbeten eures Herrn erinnern. Da stellten sie Götzen und Statuen für Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq und Nasr her. Eine Generation nach der anderen verging und sie begannen die Statuen anzuflehen. Tawassul. Dann begannen sie mit der Zeit, die Götzen um Segen zu bitten. Dann begannen sie, diese Bilder und Statuen zu verherrlichen, bis sie diese neben Allah subhanahu wa ta'ala anbeteten. Und der erste, der neben Allah angebetet wurde, war Wad. Wad war ein rechtschaffener Mann, jedoch wurde er neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet. Und der Schirk verbreitete sich auf der ganzen Welt, so dass keiner mehr La ilaha illallah sagte, außer Nuh alayhi salam.